Kansai no Sports Bar kae yōkoso. Tja, ihr hört richtig, wir sind in Japan und für alle, deren Japanisch vielleicht ein bisschen eingerostet ist, Kimiko, sag doch mal, was heißt das? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sports Bar. Ah ja, Sports Bar, Sports Bar, heute mit feuchten Vergnügen und mit Lenz. Herzlichen Dank, dass du mich so in eine Reihe mit den feuchten Vergnügen stellst. Quatschköpfe. Na, bisschen Quatsch muss doch auch sein. Gut, Holzlenz, wir sind unterwegs in verschiedenen Grundschulen Japans. Dort wird gelaufen und hier wird mächtig abgestürzt. Und das Ganze auch mit dem Bikini, aber es gibt auch unseren berühmten Weinwettbewerb. Und da geht es nicht um Wein trinken. Nein, Tränen müssen auch manchmal sein, denn zum Spaß gehört auch ein bisschen das in sich gehen. Und das zeigen wir euch gleich. Sportsbacker in Tokyo Summerland. Lenz, das wird ein Spiel ganz nach unserem Geschmack. Und Kimiko wird darauf achten, dass mit uns hier nicht zu sehr die Gäule durchgehen. Tja, also was heißt hier die Gäule durchgehen? Es ist auf jeden Fall modisch sehr interessant, aber erklär mir doch einfach mal, worum es bei diesem Spiel geht. 3 Minuten Zeit haben unsere Teilnehmerinnen hier. Sie sind immer zu zweit. Eine wird versuchen, auf den zu stapelnden Blöcken stehen zu bleiben und die andere muss schwimmenderweise die neuen Stapelblöcke heranschaffen, wieder auf diese schwimmende Insel hinaufklettern und so weiter. Das Ganze bis auf 2 Meter hoch. Na, vielleicht braucht man nicht ganz 2 Meter, denn der Ball, der abgerissen werden muss, wofür man dann 1 Million Yen bekommt, der hängt in 2 Metern Höhe. Also ich rekapituliere nochmal. Die Blöcke werden auf die Platons gebracht, dann aufeinander gestapelt, dann heißt hoch zum Ball, runter damit und das heißt dann 1 Million Yen! 1 Million Yen, der Riesengewinn, den man hier bei Sportsbacker abräumen kann und das nicht nur ein Kandidat am Tag, nein, jeder Kandidat, der daran teilnimmt, kann tatsächlich sich dieses Geld verdienen. Klar! Natürlich auch ganz besonders beliebt unsere Unterwasserkamera in diesem Fall. Das heißt, wir arbeiten mit allen erdenklichen technischen Raffinessen. Tja, noch 1,30 Meter ist da zu schaffen, stapelnderweise. Und das sieht wackelig aus. Außerdem nur noch 7 Sekunden Zeit. Tja, leider. In diesem Fall ist nichts gewesen, aber ein sehenswerter Sturz. Sie wäre besser ein bisschen weiter geflogen. Gut, dass das da alles so gut gepolstert ist. Und auch in diesem Spiel geht es um Geld. Allerdings nicht ganz so lustig, die Angelegenheit. Die Kandidaten sind hier im Vorbereitungsraum, denn sobald sie ausgewählt werden, müssen sie versuchen, in 10 Sekunden die Tränen laufen zu lassen. Und das hier ist Daisuke Ishihara, 21 Jahre alt. Hier sieht man schon, was er mitgebracht hat, um sich zum Weinen zu bringen. Ein Auto? Nein, das ist natürlich ein schreckliches Erlebnis gewesen. Das ist sein Ex-Auto, das war sein Lieblingsauto, sein erstes Auto und er hat es leider gegen die Wand gefahren. Ihm ist nichts passiert, aber immer wenn er daran denkt, dass er sein schönes Auto jetzt nicht mehr hat, kommen ihm die Tränen. Allerdings hier nicht schnell genug. Und ihr glaubt, das ist lustig? Das finde ich aber ehrlich gesagt schon ziemlich lustig. Heulen auf Befehl? Na, klasse. Bowling. Wir gehen auf die Bowlingbahn. 5 verschiedene Patterns werden hier gelegt, unterschiedliche Positionen. Das Ganze beginnt mit einem Strike. Überhaupt kein Problem. Strike heißt einfach alle abräumen, das weiß sogar ich. Wenn das so einfach wäre. Naja, so schwer ist das auch nicht. Zumindest dieses erste Bild ist nicht so schwierig, natürlich, weil die Kandidaten oder die Hobbybowler dieses Bild gut kennen. Keiko Kobayashi hat immerhin einen Bestwert von 290 Punkten aufzuweisen. Das ist, wenn man mal Bowling gespielt hat, schon sehr ordentlich. Hier das zweite Bild, das es abzuräumen gibt, das zweite von 5. Und das eigentlich relativ einfach. 4 Pins nah zusammengestellt in der normalen Position. Jetzt der Washer. Das ist das erste Bild, das echte Probleme bereitet. Man muss den ersten Pin vorne hart anspielen, damit er hinten rechts die 10 noch mit abräumt. Schwieriges Spiel. Glaube ich allerdings auch. Also da heißt ja eben nicht mit der Kugel arbeiten, sondern mit Kegel auf Kegel.
Sie hat eine ziemlich eindrucksvolle Technik, hämmert den Ball da auf die Bahn mit Erfolg. Güllar! Hätte ich eigentlich nicht gedacht, denn die vorgeschriebene Bahn oder beziehungsweise die vorgedachte Bahn war ja ganz anders. Jetzt stehen die Dinger aber extrem weit auseinander. Christmas Tree, der Weihnachtsbaum, vorne die drei anspielen und dann sehen, dass die anderen beiden irgendwie fallen. Tja, leider nicht so ganz. Sie war nur zwei Würfe entfernt von der 1 Million Yen. Leider, es hat nicht geklappt, aber wir haben noch andere Kandidaten. Vielleicht haben die eine Chance. Hier jetzt ein ganz besonderes Laufspiel. Es geht darum, dass 30 Teilnehmer mit den Füßen aneinander gebunden versuchen müssen, 50 Meter zu laufen. Hier die Rekordhalter mit 9 Sekunden und 23 Zehnteln. Wer auch immer diesen Rekord bricht, bekommt 1 Million Yen. Trainiert wird dafür offenbar beim Marathonlauf. Ja, wir sind hier in der Grundschule und natürlich haben die Schüler alle miteinander trainiert, um vielleicht diesen Rekord von 9 Sekunden 23 zu brechen. Ja, leider hat es nicht ganz geklappt, wobei mich sehr schon wundert, dass sie es überhaupt gemeinsam schaffen über die Ziellinie. Tja, wenn einer hinfällt, dann ist Schluss, weil dann reißt er alle mit. Hier ist das Ganze etwas einfacher. Hier muss man nur dafür sorgen, dass eine der Teilnehmerinnen nicht fällt. Kamoko und Rika versuchen sich hier an dem Spiel. 3 Minuten haben sie Zeit, um eine Silberkugel, die hoch über ihren Köpfen montiert ist, abzuräumen. Tja, der erste Hopser ist mal geschafft, aber das sind gerade mal 20 Zentimeter. Nicht nach unten sehen. So hoch ist das auch nicht, also so weit sollte man schwindelfrei sein. Also 1 Minute für 20 Zentimeter, so kann das nichts werden. Aber vielleicht beeilen sie sich ja noch ein bisschen. Die zweiten 20 cm gingen schon ein bisschen schneller. Wobei man natürlich auch ein kleines Augenmerk auf diese ausgefallene Bademode richten sollte. Einmal ist kein Mal. Ja, eben. Tja, tief Luft holen und dann geht steil nach unten. In diesem Fall haben sie den ganzen Sockel gleich mitgerissen. Litschplatsch zum Heulen das Ganze. Diese 17-jährige Schülerin wird jetzt versuchen, innerhalb von 10 Sekunden ein Tränchen zu verdrücken. Sollte ihr nicht weiter schwerfallen, denn ein Mann hat sie sitzen lassen. Ihr erster Freund will nichts mehr von ihr wissen. Und immer wenn sie das Foto von ihm anschaut, kommen ihr die Tränen. Leider nur fast immer. Oder also auch nicht. Offensichtlich der Liebeskummer doch schon ein bisschen überwunden. Oh, das geht schief. Und hier gleich den nächsten jungen Kandidaten. Er versucht sich beim Bowling und vielleicht kann er ja direkt dann anschließend zum nächsten Spiel gehen, wenn er es nicht schafft und da ein bisschen mitweinen. Also den Strike hat er schon mal ganz locker gemeistert. Jetzt geht's Richtung Bucketies das Ganze, glaube ich. Der Junge hat einen ganz schönen Hammer. Mächtiger Wurf. Und ohne den wäre der Pin nicht mehr gefallen. Da ist die Kugel von hinten nochmal von der Rückwand nach vorne gesprungen und hat den letzten Kegel umgeworfen. Jetzt allerdings wird es ganz schwer. Jetzt kommt der berühmt-berüchtigte Weihnachtsbaum. Neues Spiel, neues Glück. An dem ist er gescheitert. Also alle Jahre wieder, in diesem Fall leider nicht. Und wir gehen zur Grundschule Akenodaira in der Provinz Miyagi. Und hier haben die Schüler richtig lange dafür trainiert. Erst in Einzelgruppen und jetzt sind sie alle 30 aneinander gekettet. Und sie haben sogar musikalische Unterstützung. Peitscht doch so richtig rein, das wühlt die Seele auf und los geht's. Sie haben 9 Sekunden zu unterbieten zum Davonlaufen. Tja,
Phänomenal. Klasse gelaufen, aber auch leider sie ein bisschen zu langsam, trotz dieser unglaublichen Marschmusik. 10 Sekunden 67 und um uns davon ein bisschen zu erholen, von diesem unglaublichen Einsatz dieser Schüler, lehnen wir uns ein bisschen zurück, Lenz, und genießen die Action im Tokyo Summerland. Ich habe die schönsten Unfälle für dich mitgebracht. Ja, der war schon wirklich ziemlich schön. Hasta la vista, Baby. Aber es kommt noch viel besser. Tja, soweit unsere Serie Gefallene Mädchen. Hier, jetzt wird geweint. Was für ein besonders trauriges Erlebnis versucht sich diese Kandidatin wieder vors Bewusstsein zu rufen. Tja, Mio, die 21-Jährige, hat keinen Beruf. Und was du da gerade gesehen hast, du wirst es kaum glauben, das war ihre Nabelschnur. Immer wenn sie daran denkt, was für eine schwere Geburt ihre Mutter mit ihr hatte, muss sie weinen. Tja, von wegen weinen, da lacht sie sich doch schlapp. Jetzt kommt das Tränchen, zu spät, 2-3 Sekunden mehr und es hätte geklappt, aber die Mutter wird sich ja so froh sein, dass sie sie hat. Warum muss man da auch weinen? Wenn das so einfach wäre. Na eben, gute Laune ist doch besser. Wir kommen wieder zum Bowlen, das heißt, es geht wieder los mit dem Strike. Noch gefallen. Hula. Da denkt man, sie ist längst raus, aber dabei fällt der Pin noch im letzten Moment. Der Back hat überhaupt kein Problem für die junge Dame. Jetzt kommt der Washer. Sieht ganz exzellent aus. Großartig gemacht. Das war die vorschriftsmäßige Ballkurve. Ja, sie ist jetzt richtig gut in Fahrt. Irina Harada. Auf dem Weg zur Million. Die Million ist futsch. Tja, die Million ist futsch. Der Christmas Tree wirklich ganz besonders schwierig. Und dass sich Irina Harada nicht schämen muss, das sieht man hier. Wer auch immer es versucht, der Weihnachtsbaum ist einfach zu zerfleddert. Das Bild zu weit auseinander. Keine Chance. Na gut, es werden ja noch andere Kandidaten die Chance bekommen, diesen Weihnachtsbaum wieder zu pflücken. Na, kann man nicht so sagen. In der Minami-Gawara-Grundschule in der Provinz Saitama bereitet man sich weiterhin vor auf das Rennen von den 30. Härte wird trainiert beim Brennball, Gleichgewichtssinn beim Einradfahren. Und jetzt geht es darum, 9 Sekunden 23 in 50 Metern zurückzulegen. Andersrum, 50 Meter in 9,23 zurückzulegen, den Rekord zu brechen und sich damit die Million zu holen. Na ganz klar, da hat die Marschmusik gefehlt. Das war zwar sehr schön synchron, aber einfach nicht schnell genug. 11 Sekunden 67, zu langsam, keine Chance. Und mal sehen, ob diese Mädels gleich hier eine Chance haben beim Blöckestapeln, wenn es weitergeht bei Sportsbacca. Sportsbacca, die rasante Show aus Japan. Heute wird geweint, was das Zeug hält. Es wird gebowlt, was das Holz hergibt. Und wir haben wunderbare Athleten in der Grundschule. Und ein bisschen hübsche Mädchen, die sich im Tokyo Summerland bemühen, Blöcke aufeinander zu bauen. Jetzt haltet aber mal die Luft an. Ja, ich glaube auch wirklich genug der Vorrede. Schauen wir einfach diesen beiden Kandidatinnen zu. Sie müssen bis auf 2 Meter Höhe kommen und dann noch einen Ball, der über diesem Stapel aufgehängt ist, herunterreißen. Diese beiden haben das Grundprinzip zumindest verstanden. Sie beeilen sich und sie werden angefeuert von ihren beiden Freundinnen. Normalerweise machen sie zu viert Synchronschwimmen.
Das wäre mit Sicherheit auch eine lohnenswerte Disziplin für unsere gute Kimiko, oder? Glaubt bloß nicht, dass ich bei sowas mitmache. Da sieht man, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu riskant für dich. Tja, klassischer Fall von Hochstapelei. Da wird gelacht, hier wird geweint. Und wie schwierig das ist, das sehen wir hier. Wobei, ich finde diesen Song wirklich zum Weinen. Ja, das Augenzwinkern allein bringt leider noch überhaupt nichts. Lauter gescheiterte Kandidaten und jetzt haben wir einen ganz interessanten. Er ist Student, 20 Jahre alt, Masakatsu Sato. Er ging mit seiner Freundin zum Camping. Und das war zum Weinen? Das war noch nicht zum Weinen. Ich weiß nicht, ob ich dir das überhaupt erzählen kann. Ich fürchte, dass du sofort in Tränen ausbrechen wirst. Bitte, ich bitte darum. Er musste ein großes Geschäft erledigen und stahl sich aus dem Zelt. Seine Freundin hat ihn erwischt und hat ihn sofort verlassen. Sie ist abgereist. Seitdem hat sie kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Wenn das nicht zum Weinen ist. Ja, also ich weiß nicht so ganz. Schön, dass ihr so gute Laune habt. Ja, also ehrlich gesagt, Kimiko, stell dir mal vor, er hätte, das unterdrückt. Also ich muss sagen, dieser Kandidat ist wirklich allererste Sahne. Kann man das noch toppen? Ich glaube ehrlich gesagt kaum. Wir probieren es zumindest hier mit dem Bowling. Wieder die Nummer 1, der Strike. Akira Shimizu ist Komiker und er ist nicht nur komisch, sondern er kann auch richtig gut bowlen. Räumt hier die Pins ab. Jetzt kommt Bucket. Kein Problem. Phänomenal. Ganz locker abgeräumt. Ich werde nicht fertig damit. Großes Geschäft aus dem Okay. Tja, da ist die Freundin weg. Ja, eben. Aber warum geht sie dann überhaupt campen? Ich meine, das ist naturnahes Leben. Sie hätte ja auch mit ihm zum Bowlen gehen können. Ja, zum Beispiel, aber stell dir mal vor, er hätte da... Na gut, wir wollen gar nicht drüber reden. Der Washer auf jeden Fall auch ganz locker geschafft. Christmas Tree, den schaut er sich jetzt nochmal ganz genau an, denn wir wissen, wie schwierig das ist und wie viele Teilnehmer hier an dem Christmas Tree schon gescheitert sind. Jawohl, er hat es geschafft, tatsächlich. Großartig gemacht. Nur noch einen Wurf entfernt von der Million. Und das ist jetzt Big Four, die großen vier. Ein Split links, ein Split rechts. Die 7 und die 4, die 6 und die 10. Man könnte die 6 so anspielen, dass sie links genau zwischen die 4 und die 7 reinjagt und damit die anderen beiden auch noch umwirft. Aber das ist wirklich die schwierigste Figur, die es überhaupt gibt. Die Quersumme gibt 27. Ja, das hätte ich wohl auch noch zustande gebracht und so fällt man richtig schön auf die Nase. Itchy Bitch. Wir gehen wieder zu unserem Synchron-Einbeinlauf, habe ich den Eindruck. Jawohl, in der Hokubu-Grundschule in der Provinz Chiba. Ach da. Trainieren die Kinder spielend an Geräten. Du siehst, die haben sich alle schon in das Trikot geworfen und zeigen hier, wie sehr sie zusammengehören, wie sehr sie das schaffen wollen. Und ein amerikanischer Trainer, nur sie scheinen ihn nicht zu verstehen. Los geht's, 50 Meter in unter 9 Sekunden 23. Das ist die Zeit, die es zu schlagen gilt für die Million. Gutes Tempo. Gut aus. Das wird ganz eng. 9,51. Eieiei, ein halbes Sekündchen hat gefehlt. Das ist schade. Denn die Million ist futsch. Die Million ist futsch und die hätten sie so gut gebrauchen können für ihren nächsten Klassenausflug. Oh. Andreas, was hast du denn da mitgebracht? Budweiser. Die habe ich vom Campen mitgebracht. Direkt vom Campingplatz. Nein. Unter dem Zelt und so. Erzähl bitte jetzt nicht weiter. Ja, die beiden Mädels, die sind normalerweise on Tour für eine bekannte amerikanische Biermarke, um die auch in Japan bekannter zu machen. Ich glaube, das wird ihnen ohne weiteres gelingen. Aber dann sollten sie eigentlich Bierdosen stapeln.
Kommt irgendwie Durst. Ich hätte jetzt so richtig Lust auf ein schönes Spielchen. Könnte man dem noch vorschlagen, dass sie ein bisschen mehr Zeit bekommen? Vielleicht so 5, 6 Minuten oder noch ein bisschen länger? Quatschköpfe. Nein, nein, die Zeit läuft natürlich. Eine Minute haben sie gerade mal noch. Warum haben sich diese beiden Kandidatinnen sozusagen die Käseecke geschnappt hier? Ja, sie ist halt 30 cm hoch und wenn die Zeit langsam knapp wird, ist es sinnvoller, die etwas höheren Stapel zu nehmen. Außerdem, glaube ich, war gar kein anderer mehr da. Die Stapel werden auch immer kleiner. Jetzt hast du ein Würfelchen. Eieiei, 36, 35 Sekunden. So ein, zwei Stapel könnte vielleicht dafür die Zeit noch reichen, aber dann wird's eng. Jawohl, sie hat's geschafft. Das ist ja unglaublich. Jetzt könnte sogar schon ein Sprung helfen. Nur den Sprung muss man auch hinkriegen auf diesem wackeligen Boden. Ja, jetzt müsste sie springen. Tja, sie hat touchiert, aber leider nicht abgerissen. Puff, Peng, Ende. Puff, Peng, Ende. Allerdings, unsere Show ist noch nicht zu Ende. Denn du weißt, was darf nie fehlen? Natürlich der Backer des Tages. Wobei, die beiden Damen wären bei mir ganz, ganz weit vorne, so prinzipiell. Aber schauen wir mal zur Nummer 3. Tja, kann schon die Nummer 3 sein, unser Hobbycamper. Große Geschäfte, kleine Geschäfte, die Freundin hat's nicht so ganz gutheißen können. Die Nummer 2, eisenhartes Training für Sportsbacker an Japans Grundschulen. Und der Backer des Tages, unsere wackeren Kletterinnen hier. Sie haben's fast geschafft, aber eben nur fast. Eine Augenweide war's trotzdem. Wackere Kletterinnen, das merke ich mir fürs nächste Mal. Und wenn's mir entfällt, dann schaue ich einfach mal rein bei www.wofan.de. Lenz. Das hat wieder mal Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht und ich hoffe auch der entzückten Kimiko. Tschüss, Kimiko. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.